Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr Beratungsbedarf zu einer ganz persönlichen Situation habt, könnt ihr euch natürlich gerne an mich wenden. Ihr könnt mich auf meinem Kundentelefon anrufen oder eine Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hinter dem kleinen i hier im Bild oder auch unten in der Videobeschreibung. Der September wird ein toller Monat, um neue Leute kennenzulernen. Wahrscheinlich habt ihr viel Besuch und viele Anfragen von Freunden und Bekannten, die sich mit euch treffen wollen. Für Singles zeigt der Kosmos interessante Flirtkandidaten an. Wichtig ist, dass ihr euch um Klarheit bemüht, sonst kann es zu Missverständnissen und Verstrickungen in Liebesbeziehungen kommen. Ihr habt eine Ausstrahlung, dass man sich leicht in euch verliebt, obwohl ihr vielleicht selber gar nicht interessiert seid, und dann ist jemand womöglich enttäuscht. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr euch darüber bewusst werdet, was ihr wollt, und das auch liebevoll und klar kommuniziert. Außerdem gibt es auch diesen Monat wieder eine Beratung bei mir zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, deshalb bleibt dran. Jetzt wollen wir uns aber euren Sternen für den September zuwenden und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Genau, und der erste wichtige Transit für euch ist weiterhin Neptun, euer Herrscherplanet, mitten im Zeichen Fische. Und das sorgt eben dafür, dass ihr so eine zauberhafte, süße und verspielte Ausstrahlung habt und dass ihr einfach sehr, sehr verführerisch auf andere Leute wirkt. Und es bringt halt diese typischen Fische-Eigenschaften in euch sehr stark hervor. Das Künstlerische, das Fantasievolle, aber auch das Hilfsbereite. Ja, dass ihr gerne wirklich auch für Schwächere da seid. Fische, die Tiere lieben, die retten jetzt gerne Tiere, solche Sachen. Ne? Das hat alles mit Neptun zu tun. Was ein bisschen schwierig ist, ist, dass wir ja dieses Neptun-Halbquadrat Uranus haben, jetzt noch für knapp 3 weitere Monate. Und das bedeutet, dass wenn ihr jemanden kennenlernt, ihr noch genauer hinschauen müsst als sowieso schon, besonders wenn ihr übers Internet jemanden kennenlernt. Denn die Leute neigen jetzt dazu, Dinge von sich zu behaupten, die gar nicht stimmen. Und deswegen erinnere ich euch nochmal an meine 90-Tage-Regel. Wenn ihr jemand Neues kennenlernt, speziell wenn es übers Internet ist, lasst euch 3 Monate Zeit, aber jetzt nicht 3 Monate nur mailen und schreiben. Also kennenlernen bitte sofort, damit man sehen kann, ob die Chemie stimmt. Aber dann 3 Monate abwarten, bevor man sich sozusagen erlaubt, sich gefühlsmäßig tiefer einzulassen. Denn nach 3 Monaten kommt immer noch mal so ein Moment, wo es vielleicht wieder auseinandergeht. Und wenn aber nach 3 Monaten immer noch Interesse da ist auf beiden Seiten, dann könnt ihr euch getrost tiefer drauf einlassen. Und diesen Aspekt, den spüren diesen Monat ganz besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und dem 5. März Geburtstag haben. Aber denkt immer dran, es kann ja auch sein, dass ihr andere Planeten in den Fischen habt, die vielleicht jetzt diese Konjunktion mit Neptun bekommen. Wenn ihr das wissen wollt, wie gesagt, dann bitte mal einfach eine Beratung bei mir buchen. Genau, dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt für euch. Das ist der Aspekt hier zu Machtplanet Pluto. Der steht harmonisch zu euch in einem Sextil, also unterstützend. Und das bedeutet, dass ihr vielleicht Leute kennenlernt, mit denen ihr was Wichtiges beginnen könnt. Eine wichtige Geschäftsfreundschaft oder jemand, der ein Gönner und Förderer ist. Vielleicht auch einen spannenden, einflussreichen Menschen, der jetzt in euren Freundeskreis reinkommt und richtig was darstellt und was zu sagen hat. Für viele Fische ist das ja auch schon eine ganze Weile im Gange, weil dieser Aspekt sehr langfristig wirkt. Und vom Aspekt selbst her bedeutet er eben auch, dass ihr ein bisschen mehr Ecken und Kanten entwickelt und dass ihr euch auch mal lernt, ein bisschen abzugrenzen oder eben auch, dass ihr gute Freunde habt, die euch helfen, wenn ihr in eine schwierige Situation kommt. Auch hier ist wieder sehr wichtig, dass ihr euch darüber im Klaren seid, was ihr wollt. Denn bei Pluto muss man immer davon ausgehen, dass vielleicht jemand noch andere Absichten im Hintergrund hat, die er erstmal so gar nicht verrät. Das ist ja auch so der Geheimnisplanet, ist ja der Herrscher vom Skorpion. Und vielleicht treten eben auch Skorpionmenschen in euer Leben, die erstmal so ein bisschen geheimnisvoll tun. Und wenn ihr selbst wisst, was ihr wollt, dann kommt ihr damit am besten klar. Diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 6. und 9. März Geburtstag haben.
Dann haben wir das Quadrat Saturn, auch sehr wichtig. Habt ihr schon eine Weile mit zu tun und das noch jetzt bis Dezember, dann geht ja der Saturn in den Steinbock, aber noch steht er hier für euch im Schützen, im Quadrat zur Fischesonne und zeigt an für viele Fische, dass sie beruflich sehr viel zu tun haben, aber auch, dass sie vielleicht schwierige Cheffiguren haben. Und direkt daneben steht ja immer noch Lilith hier im Schützen. Die beiden bewegen sich zwar jetzt langsam wieder auseinander, es gibt aber doch noch einige Überschneidungen. Bedeutet für viele Fische auch Schwierigkeiten mit weiblichen Vorgesetzten, weil hier ist ja 10. Haus, ist ja die Chefetage sozusagen. Und jetzt rein nur vom Aspekt her bedeutet es eben, also der Saturn-Aspekt, eben viele Anstrengungen, viel zu tun, viel Verantwortung. Und der Lilith-Aspekt bedeutet, dass man sich mit Anteilen von sich selber beschäftigen muss, die man vielleicht mal verdrängt hat. Und das kann auch schmerzlich sein. Wenn ihr da was spürt, wäre das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass ihr mal genauer in euer Horoskop schaut. Und da stehe ich euch natürlich gern zur Verfügung. Den Saturn-Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 11. und 14. März Geburtstag haben. Und die Lilith spüren die vom 13. bis 17. März. Da gibt es also auch nochmal eine Überschneidung dann für euch. Ja, das war also der Erlebnishintergrund, die langfristigen wichtigen Aspekte. Und jetzt schauen wir in die aktuellen Sterne hinein, wie die jetzt für euch stehen. Im Laufe des Monats werden sich immer mehr Planeten hier bei euch im Partnerhaus sammeln. Und es fängt jetzt an mit der Opposition Sonne, die steht in der Jungfrau, hier bei euch noch in der ersten Dekade jetzt. Dann haben wir den Merkur, der steht noch gerade im Löwen, ist noch rückläufig in eurem Berufshaus. Das bedeutet, ihr müsst auch damit rechnen, dass ihr vielleicht Infos nicht habt. Ich würde es da auch langsam angehen lassen. Lasst euch auch nicht unter Druck setzen. Der Merkur wird ja bald wieder direktläufig, aber noch ist es eben so ein bisschen schwierig. Ne? Wenn möglich, jetzt auch noch keine Verträge unterschreiben. Genau, dann haben wir die Venus. Die steht auch im Löwen in eurem 6. Sonnenhaus in der ersten Dekade. Und der Mars in der 3. Dekade, also das ist ziemlich viel Energie jetzt noch bei euch in dem Bereich, auch Alltag und Gesundheit, wo ja auch der Mondknoten steht. Ist auch vielleicht eine ganz gute Energie, wenn ihr ein bisschen euer Leben umstellen wollt, eure Ernährung umstellen wollt und über solche Sachen nachdenkt. Damit geht der Monat los. Dann haben wir am 3. September, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, da wird der Merkur eine enge Konjunktion mit dem Mars eingehen und da neigt man dann dazu, schnell eine spitze Zunge zu haben. Kann auch sein, dass es euch passiert, dass andere Leute euch dann vielleicht im Job vielleicht angehen, ne, ein bisschen aggressiv wirken. Und da solltet ihr einfach darauf achten, dass ihr versucht, das nicht persönlich zu nehmen. Da ist einfach so eine Stimmung, wo man schnell explodiert oder schnell was sagt, was man hinterher bereut. Falls es euch nicht selbst passiert, sondern anderen, dann könnt ihr natürlich punkten, indem ihr dann einfach tolerant seid und demjenigen nicht böse seid. Dann wird er sich auch freuen. Ne? Sind auf jeden Fall auch Auseinandersetzungen im Job damit möglich. So, außerdem beginnt an dem Tag auch die Opposition zur Sonne, also Sonne im 7. Haus, dann die 2. Dekade. Das merken dann die Fische der 2. Dekade. Genau. Dann haben wir am 5. September eine ganz wichtige Konstellation und die fängt auch schon in den Tagen vorher an zu wirken. Da steht nämlich die Sonne genau in Opposition zu Neptun, also zu eurem Fischezeichen. Das Ganze in der 2. Dekade, das bringt so eine Neigung zu Tagträumen mit sich, auch nochmal verstärkt zu Unklarheiten. Und weil es bei euch im Partnerhaus ist, sendet ihr vielleicht auch unklare Signale aus, ja, oder doppeldeutige Signale. Also achtet darauf, euch eurem Gegenüber verständlich zu machen. Es sind Verehrer da und es werden immer mehr. Nicht, dass ihr vor lauter Träumereien das gar nicht mitbekommt. Und dieser Aspekt geht dann in den Vollmond über. Der Vollmond ist dann am Mittwoch, den 6. September, morgens um 9.02 Uhr. Und der findet eben auch wieder bei euch auf der Partnerschaftsachse statt. Und zu diesem Vollmond wirkt ihr besonders bezaubernd und verführerisch. Und Singles unter den Fischen sind jetzt sehr begehrt. Aber wie gesagt, es kann sein, dass ihr ein bisschen verpeilt seid und das gar nicht so recht mitbekommt. Also fahrt mal eure Antennen aus. Da sind interessante und auch wichtige Leute, die jetzt den Kontakt zu euch suchen.
Außerdem wird der Merkur am gleichen Tag, am 6., dann wieder direktläufig. Und falls es Missverständnisse im Job gegeben hat, dann lassen diese sich ab dieser Zeit wieder klären. Es kann sein, dass alles noch ein bisschen dauert, aber allmählich geht es dann wieder vorwärts. Und außerdem wechselt der Mars am 6. in das Zeichen Jungfrau und damit auch in euer Partnerhaus. Das heißt, jetzt kommen knackige Verehrer, jetzt tauchen jüngere Männer auf. Und vielleicht ist es auch so, dass euch Leute necken und foppen, weil sie in Wirklichkeit einfach nur eure Aufmerksamkeit suchen. Ja? Das sind also auch dann spontane Begegnungen dabei. Und wenn euch jemand ärgert, dann kann das sein, dass er euch in Wirklichkeit nur näher kommen will. Genau, dann haben wir vom 7. bis 9. September einen ganz wichtigen Aspekt. Und zwar wird dann die Sonne aus eurem Partner raus einen Harmonieaspekt zu Pluto bilden. Das ist wieder ein Hinweis darauf, dass wichtige und einflussreiche Freunde oder Förderer den Kontakt zu euch suchen. Ne? Habt ihr vielleicht ein Herzensprojekt, für das ihr solche Kontakte einbeziehen könntet? Das wäre wichtig, um solche Chancen optimal nutzen zu können. Am 10. September tritt dann auch der Merkur in die Jungfrau ein, in die erste Dekade und bringt dann noch mehr Bewegung in euer Begegnungshaus. Merkur im Begegnungshaus heißt viele Leute, man gibt sich die Klinke in die Hand, man hat viele Gespräche. Ist auf jeden Fall eine Zeit, wo sehr viel Energie für euch in die Begegnung reingeht. Dann haben wir am 13. September die Sonne, die Opposition der Sonne hier zu eurem Zeichen, die beginnt dann die dritte Dekade. Ne? Das werden dann also die Fische der dritten Dekade besonders spüren. Wieder Leute, denen ihr da begegnen könnt. Und am 13. beginnt auch die schöne Flirtphase. Die geht vom 13. bis 19. September. Und da haben wir viele schöne Aspekte mit der Venus. Also diesmal nicht so schwierige Aspekte, sondern eher positive Aspekte. Die Venus wird einen positiven Aspekt zu Saturn bilden. Und dann wird sie mit dem Mondknoten sich verbinden, dann mit der Lilith sich verbinden und mit Jupiter und mit zum Schluss dann noch mit Uranus. Ja, das ist also eine sehr interessante Zeit und für euch kann das interessante Begegnungen bringen, die euch beruflich weiterbringen. Auch wenn ihr auf der Suche nach der richtigen Therapie seid oder Heilung, könnt ihr in dieser Zeit Leute treffen, die euch da weiterhelfen können. Außerdem ist diese Zeit gut für Fische in fester Partnerschaft, die ein bisschen an ihrer Beziehung arbeiten wollen. Eventuell auch, um einen guten Paartherapeuten zu finden. Und in dieser Zeit habt ihr einen Top-Tag am 14. und am Freitag, den 15. September. Denn da macht sich Harmonie breit. Das sind zwei schöne Tage, um mit dem Liebsten zu kuscheln und Nähe zuzulassen. Ja, dann am 19. September wird die Opposition von Merkur hier bei euch in die zweite Dekade gehen. Also da kommt dann eben diese Bewegungsenergie, besonders für die Fische der zweiten Dekade, in Gang. Was habe ich noch gefunden? Ja, am 20. ist noch ein Top-Tag für euch. Das ist nämlich der Neumond in der Jungfrau. Ja, der findet in der Jungfrau statt, in eurem Partnerhaus. Und an dem Tag geht auch noch die Venus in euer Partnerhaus. Und die Themen dieses Neumonds, das habe ich ja in der kosmischen Schwingung schon erwähnt, sind Fakten erkennen, sich neu organisieren, Geheimnisse klären. Und bei euch betrifft das vor allem eure Partnerschaften natürlich, weil ist ja hier im Partnerhaus, und Begegnungen. Das kann für euch auch der Beginn einer neuen Beziehung sein. Ihr könnt jetzt auch bestehenden Beziehungen eine neue, gute Richtung geben. Und dafür kann es wichtig sein, Geheimnisse zu klären, denn Vertrauen ist halt die Basis für eine starke Beziehung. Eventuell muss vorher auch noch ein Konflikt geklärt werden, denn da haben wir auch wieder eine Verbindung von Merkur und Mars. Und da ist man dann auch schon mal bereit, sich für eine Sache zu streiten. Das könnt ihr auch gut machen, nur bitte versucht dabei nicht zu kritisch zu sein. Die beiden Planeten stehen ja dann in der Jungfrau und da muss man halt aufpassen, dass man nicht durch spitze Bemerkungen jemanden beleidigt. Umgekehrt, weil es eben bei euch ja im Begegnungshaus stattfindet, kann es auch sein, dass jemand anders eben spitze Bemerkungen macht und es vielleicht gar nicht so böse meint. Da würde ich euch halt auch raten, zu versuchen, es nicht zu persönlich zu nehmen. Fische sind ja Wasserzeichen und da kommen viele Sachen eben auch sehr gefühlsmäßig rüber und euer Gegenüber ist euch aber dankbar, wenn ihr da ein bisschen locker bleibt.
Auf jeden Fall ist das auch eine gute Zeitqualität, gerade eben auch, weil es ein Neumond ist, um eine Paartherapie zu beginnen. Dann haben wir vom 20. bis 22. September zwei spannende Konstellationen. Da wird der Merkur eine Opposition zu Neptun bilden und dann gefolgt von Merkur, Trigon, Pluto. Das heißt, ihr wirkt da weiterhin sehr verführerisch und mit dieser Konstellation kann es sein, dass jemand kein Nein akzeptieren will. Das ist, weil Pluto hier beteiligt ist, ne? Also achtet darauf, dass ihr nicht aufgrund eurer süßen und verführerischen Ausstrahlung Leute anzieht, die ihr gar nicht so nah an euch heranlassen wollt. Super ist der Aspekt, wenn ihr schon einen Flirt angebahnt habt, um euch nun näher darauf einzulassen. Aber denkt trotzdem immer an die 90-Tage-Regel. Ja, dann am 22. September abends um 22.02 Uhr tritt die Sonne ins Zeichen Waage ein. Das ist dann die Tag- und Nachtgleiche und im Kalender stets als Herbstanfang. Und damit geht die Sonne in euer achtes Sonnenhaus. Und das ist der Bereich der verbindlichen Beziehungen hier, achtes Haus. Bei euch sind also jetzt sowohl die Flirts und Begegnungen hier, siebtes Haus, als auch die feste Beziehung sehr günstig und aktiv vom Kosmos bestrahlt. Und das noch bis Ende Oktober. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall Zeit für die Liebe, für die Partnerschaft und für eure feste Beziehung und seid auch bereit, mal ein konstruktives Streitgespräch zu führen, um bestehende Konflikte aus dem Weg zu räumen. In dieser Zeit beginnt auch die Opposition von Mars hier zu eurem Zeichen, die zweite Dekade. Genau, und dann kommt eine Phase, habe ich ja auch in der kosmischen Schwingung erwähnt, wo wir wieder mehr Spannungen am Himmel haben. Und zwar ab dem 22. und dann bis zum 30. September, Phase der erotischen Spannungen, habe ich gesagt, weil wir da Oppositionen haben von Mars zu Neptun und von Jupiter zu Uranus und von Venus zu Neptun. Besonders diese Neptun-Aspekte mit den Liebesplaneten sind natürlich sehr, sehr erotisch, sehr flirtatious. Und auch die Opposition zwischen Jupiter und Uranus lässt es also enorm prickeln. Und außerdem wird die Venus in dieser Zeit auch langsam wieder richtig heiß, weil sie sich auf den Mars zubewegt. Ja? Anfang Oktober haben wir dann eine Venus-Mars-Konjunktion in eurem Partnerhaus hier. Und das ist ein traumhafter Aspekt, um sich zu verlieben, falls nicht schon geschehen. Und während dieser ganzen Phase, jetzt Ende des Monats, wird Pluto nach langer Zeit wieder direktläufig. Und dadurch entfaltet er eine große Kraft. Pluto ist ja auch der Planet der Sexualität, also der tiefen Sexualität. Und da ist so eine sexuelle Spannung in der Luft und eventuell auch ein Interesse an Drama und Schmerz. Ja, das sind halt diese Pluto-Themen. Man möchte an die Schmerzgrenze gehen. Und diese Kraft erstreckt sich über den ganzen Monat. Und für euch kann das bedeuten, dass Leute, die an euch interessiert sind, jetzt zunehmend Druck ausüben, um euch näher zu kommen. Ja, weil der Aspekt aber zum Glück harmonisch zur Fische-Sonne ist hier, können diese Beziehungen auch wirklich Potenzial für euch haben. Aber das müsst ihr steuern, indem ihr klare Signale setzt, was ihr wollt und was nicht. Das ist sehr wichtig und das fällt den Fischen manchmal schwer. Die haben da manchmal so eine Neigung, strahlend und süß zu jedem zu sein und denken, das wäre einfach nur Höflichkeit, aber das wird dann von den anderen Leuten als Flirtsignal missverstanden. Also da müsst ihr sehr genau drauf achten. Dann habt ihr am 23. in dieser Zeit einen Top-Tag. Das ist ein sehr schöner Tag hier mit Mond im 9. Haus, der sich dann hier mit Mars verbindet, mit Neptun verbindet und das Ganze im günstigen Aspekt, um romantische Liebespläne zu machen, neue Leute kennenzulernen und um jemanden um den Finger zu wickeln. Aber Vorsicht, dass ihr nicht mit jemandem im Bett landet, mit dem ihr eigentlich nur befreundet sein wollt. Am 25. September geht dann die Opposition von Merkur in eurem siebten Haus in die dritte Dekade. Und am 29. September beginnt die Venus hier in Opposition zu eurem Zeichen, die zweite Dekade. Zum Schluss schließlich am 30. haben wir dann noch einen wichtigen Übergang. Dann geht nämlich der Merkur ins Zeichen Waage und damit auch wieder in euer achtes Haus der festen Beziehung. Das heißt, jetzt sind Gespräche mit dem festen Partner begünstigt. Ja, ihr Lieben, das waren eure Sterne im September.
Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Und wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir bitte hier einen netten und interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope bringen oder was ich besser machen könnte, und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch doch auch nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen zum Mondknoten an. Alles Gute mit den Sternen!